Wir stehen vor der großen Frage, ob wir Cyrus bekämpfen sollen. Und ich muss zugeben, mich würde es ja schon interessieren, was passiert, wenn ich Nein klicke, weil... Was ist dann? Macht er es dann kaputt? Oder was ist dann? Das würde mich schon interessieren, aber natürlich verteidigen wir Omi und fordern ihn heraus. Ich kenne dich, Trainer. Wir sind uns im Kraterberg begegnet. Daran kann ich mich allerdings nicht erinnern. Ich kann mich nur an den See ganz am Anfang erinnern. Doch, doch, aber wir haben uns dann noch ein zweites Mal gesehen. Und einmal bei dieser komischen Statue. Ich weiß nicht mehr, in welcher Stadt das war, aber bei dieser Statue haben wir uns noch getroffen. Warum willst du diese unvollkommene Welt beschützen? Ich als Anführer... Wow! Ich als Anführer von Team Galactic werde dafür sorgen, dass du deine Fehler einsiehst. What the fuck? Cyrus ist der Anführer von Team Galactic? What the fuck? What the fuck? The legendary Kampfkoloss Cyrus! Holy shit! Usering, geil! Ich fand den kleinen Teddy viel süßer. Boah, fuck man! Cyrus ist der Anführer von Team Galactic, damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Und wir müssen jetzt mit dem Podium gleich mal dem Bär hier so eine fette Hydropumpe in die Fresse klatschen. Heilige Scheiße, ich kann's nicht fassen. Ich dachte, das wäre echt nochmal so ein extra mysteriöser Typ, aber dass er der Anführer von Team Galactic ist, holy cow! Meine Güte. So, jetzt Lake hinterher. Doppelte Wirkung. Bam. Passt, das kann's nicht überleben. Und Ursa-Ring ist besiegt. Wunderbar. Mal sehen, was er noch so drauf hat. Pion Draghi. Pion Draghi. Was bist du denn? Ah, das ist das Vieh. Das. Ich weiß jetzt, was ist das? Das kenne ich aus irgendeinem Bild. Vor, wo mit Pokémon Platin geworfen wurde. Ansonsten sind wir ihm noch nicht begegnet. So, die Verteidigung sinkt, ist mir aber egal. Hydro-Pumpe klappt abermals. Perfekt. Aber es ist noch normal effektiv, das heißt, es wird auch ungefähr über die Hälfte abziehen. Vielleicht sogar alles? Nein, tut's nicht, aber dann können wir auf jeden Fall mal Lake machen. Ah, shit, okay, mit dem Betrag habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Dann wird Lake es wahrscheinlich auch gerade mal vielleicht auf der Hälfte bringen. Na, nicht einmal. Dann müssen wir die Hydro-Pumpe einsetzen. Und es kann immerhin nochmal einen weiteren Knirscher anbringen, was mir ein bisschen mehr schadet, nachdem wir ein wenig Verteidigung verloren haben. So, die Hydro-Pumpe dürfte es jetzt aber eigentlich nicht überleben. Tut es auch nicht. Gut, dann ist es besiegt. Und mal sehen, was es noch so hat. Kramchef. Ah ne, Kramchef. Kramchef. Aber Kramchef wäre auch cool gewesen. Und das ist... Yeah, der sieht ja mal gar nicht so uncool aus, muss ich zugeben. Wir fangen an durch unsere Beere und setzen ihm gleich mal einen Bohrschnabel rein. Oh, das ist leider nur normal effektiv. Aber gut, hat ungefähr so viel abgezogen, dass ich denke, dass eine folgende Hydro-Pumpe reichen wird. Oh, macht den Polion das hier ganz im Alleingang. Das wäre natürlich ziemlich mächtig. Nochmal Nachtnebel und gut. Au, oh, Empoleon überlebt es und wird es nicht im Alleingang schaffen. Wir werden das Pokémon wechseln müssen. Bin mal gespannt, ob jetzt überhaupt die Hydro-Pumpe reicht. Ah, ja, knapp, aber es reicht. Kramsheft ist besiegt. Schade, ich dachte, wir kriegen Level 67 noch mit ihm hin, aber ach, Ninja Turm ist ausgerechnet das letzte Pokémon. Dann werden wir die Chance nutzen und Tornupto ins Spiel bringen, denn das wird Ninja Turm natürlich besiegen. Denn das war ja das Pokémon, wo man, genau, das nur ein KP hat, aber man muss eine sehr effektive machen. Diesmal hast du mich dazu gezwungen, wo man eine sehr effektive Attacke machen muss. Die werde ich mit Flammenwurf allerdings direkt bringen. Wumms, und damit ist es leider, in Anführungszeichen, schon besiegt. Das ist doch sehr effektiv. Das heilt sich mit Fokuskult. Boah, ich dachte schon gerade, was ist denn das für eine Verarsche? Ja, okay, dann ist es in Ordnung. Flammenwurf. Ah, oh, mach doch noch Schutzschild. Du zögerst den Kampf doch noch raus. Das bringt dir doch gar nichts. Oh, Junge, komm, Flammenwurf und tschüss. Jetzt kommt aber der Schattenstoß und Instant-Kill, oder was? Nee, natürlich nicht. Aber zieht schon was ab. Zieht ganz schön mächtig was ab. Naja, gut, aber der Volltreffer halt. So, Flammenwurf und jetzt müsste es besiegt sein. Yes! Natürlich. Und das andere blieb gar nicht übrig. Ninja Turm ist besiegt.
Und Cyrus ist besiegt. Beeindruckend, dein Können ist bemerkenswert. Der hinterlässt nicht mal Geld. Komm, wir haben den Chef besiegt, Team Galactic sollte zerstört sein. Erstaunlich. Durch deine Einstellung, Älteste, habe ich erfahren, was ich wissen wollte. Wenn die Wesen der Zeit und des Raums zusammengebracht werden, dann sind sie unaufhaltsam. Oh ja, teleportiert sich. Er hat bestimmt ein Fluchtseil genommen. Was für ein äußerst merkwürdiger Mann. So ein Unsinn zu verbreiten. Zeit und Raum sind voller Erinnerungen und Gedanken zahlreicher Menschen und Pokémon. Diese Welt ist wunderschön. Warum sollte man sie verändern wollen? Ach ja, ich habe mit etwas, das ihnen vielleicht nützlich sein wird. Es gehört meiner Enkelin, aber sie braucht das nicht mehr. VM3! So, das ist... Oh! Hat das Pokémon Surfer gelernt, kann es dich über Gewässer und Meere tragen. Du warst mir eine große Hilfe. Das ist mein Dank dafür. Yes! Endlich haben wir Surfer. Geiler Scheiß. Und Surfer werde ich auch sofort jemandem beibringen und ich weiß auch schon wem. Surfer ist einfach awesome. Dann können wir endlich überall hin und auch mal gegen Wasser-Pokémon gescheit kämpfen. Und zwar wird es lernen, ja, es bleibt ja nur eins übrig und das ist Empoleon. Und Empoleon wird dafür etwas verlernen. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass ich... Boah, Surfer hat eine Attacke von 95, geil. Dass wir Blubstrahl wegkommen, weil Lark ist einfach viel zu geil und Blubstrahl, ja, mein Gott, das ist halt normal, aber Surfer ist deutlich besser. Und deswegen hauen wir Blubstrahl weg und lernen endlich Surfer! Und das ist halt einfach so geil. Gibt es eigentlich noch Pokémon in dieser Höhle? Warum führt hier eigentlich eine Treppe runter? Gibt es hier irgendwas? Nee. Hier gibt es auch keine Pokémon scheinbar. Okay, dann gehen wir jetzt hier wieder raus. Und... Oh, wer bist denn du? Bist du Opi? Ach nein, das ist Cynthia. Ups, entschuldige. War hier alles in Ordnung? Hast du diese merkwürdigen Gestalten mit der Galaktikbombe gesehen? Aber diese Gestalten von Team Galactic. Ich dachte, sie wären harmlos. Die komische Kleidung, die sie tragen und ihre wilden Behauptungen zur Schaffung eines neuen Universums. Ich habe das immer nur für Geschwätz gehalten. Nichts, was man ernst nehmen müsste. Aber sie sind doch eine größere Bedrohung, als ich angenommen habe. Den Versuch, Pokémon zu monopolisieren, dürfen wir einfach nicht hinnehmen. Übrigens hat es dir Spaß gemacht, die Ruinen zu erkunden? Ja, wahnsinnig, die waren noch endgroß. Falls du interessiert bist, es gibt eine Bibliothek in Fliburg. Sie ist voller uralter Bücher, dort kannst du die Geschichte von Sinnoh verfolgen. Außerdem könnte sie dir bei der Vervollständigung deines Pokédex behilflich sein. Du gelangst am schnellsten nach Fliburg, wenn du Jubelstadt Richtung westliche Richtung verlässt. Jetzt können wir gucken, mit dem Surfer haben wir jetzt voll krasse Möglichkeiten. Fliburg ist... Nein, das ist die, die Stadt, die ich meinte, war ewig genau eigentlich. Die Eiseninsel können wir jetzt erreichen, wahrscheinlich durch Flori. Das ist Blizzard, da können wir jetzt wahrscheinlich auch schon hin, oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Und Sonnewick müssen wir hin. Da können wir wahrscheinlich noch nicht lang. Da ist die Pokémon-Liga. Was ist da? Erholungsgebiet, Kampfareal und Überlebensareal. Okay, krasser Scheiß. Welche Stadt meint die denn jetzt? Von welcher Stadt aus kann ich da hin? Jubelstadt. Ach, da ist Fliedburg. Da müssen wir jetzt nach Jubelstadt und wahrscheinlich hier rüber. Da kommen wir, glaube ich, nur mit Surfer hin. Es würde zumindest Sinn machen. Wir werden allerdings natürlich trotzdem mal ganz kurz, da gucken, denn hier ist ja bestimmt auch was. Oh, eine Trainerin, dann machen wir das jetzt erstmal nicht. Ja, das ist mir durchaus bewusst. Da unten ist wahrscheinlich ein Trainer, dann holen wir uns den Pokéball noch, gucken, was für ein Pokémon da ist. Dann werden wir einen Trainerkampf machen. Oh, geil, ein Rizeros, ja, fette Scheiße. Ich weiß auch, was da sehr effektiv ist, und zwar Surfer. Wow, da kommt die Welle. Wusch! Und weg ist Rizeros. Wir werden uns Pokéball holen, dann werden wir einen Trainerkampf noch kurz machen, denn ich will wissen, wie stark die Trainer hier auf dieser Route sind. Und dann werden wir uns Richtung Fliedburg machen. Ganz sicher. Ja, den holen wir uns jetzt noch kurz. Carbon, geil. Sehr geil. Und da den Pokéball holen wir uns auch noch. Und es kommt ein Boinginau. Cool. Also es gibt wieder hier neue Pokémon. Aber wahrscheinlich also liegt das auch an der unterschiedlichen Zeit, die wir gerade haben.
zur Sonne ist. Es gibt ja morgens, mittags und abends. Oh, das zieht nicht sehr viel ab. Spiegelgelb. Okay. Ich mach's nochmal. Denn ich überlege mir jetzt gerade nämlich einen Ruin genau zu fangen. Könnte ja klappen. Nochmal Bohrschnabel und dann dürfen wir auch schon unsere Attacke unseren Pokéball werfen können. Ja, das sieht sehr gut aus. Wir werfen einen Hyperball. Ich denke, Hyperball ist gut für den Flopball. Da sind wir wahrscheinlich schon zu lange im Rennen. Aber der Hyperball, schon mal nicht das, was ich wollte. Dann probieren wir es nochmal. Und dann könnte es vielleicht sogar schon klappen. Nein, ach, ich habe schon wieder ein Pech, ey. Meine Güte. Abgangsbund. Ja, dann. Er versucht, den Gegner mit sich zu nehmen. Das wird nicht klappen, weil ich dich fangen werde. So, jetzt aber rein da und bleib da drin. Ach, komm schon. Ach, ich hasse das, wenn das passiert. Ja, du hast Abgangsbund doch schon gemacht, du Dämlack. Beutel. Was haben wir denn jetzt sonst noch, was sich lohnen würde? Ach, ich werfe jetzt mal den Superball. Wer weiß. Vielleicht hat man ja Glück. Nein, hab nicht. Aber es war mein letzter Superball. Ich wollte mal ein bisschen Platz schaffen in meinem Inventar. Und jetzt muss der Hyperball klappen. Ich hätte vielleicht gleich den Flopball einsetzen sollen. Dann hätte ich vielleicht eine Chance gehabt. Aber so klappt es natürlich nicht. Aber jetzt, komm. Meine Fresse! Ich kann es auch nicht einschläfern. Konter. Du kannst nichts kontern. Aber jetzt brate ich hier wieder Bälle ohne Ende. Jetzt kommt schon. Wahnsinn, was ist mit wohin genau los? Warum ist das so schwierig? Ich kann ja bald den Timerball einsetzen, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, 30 Runden habe ich mal gelesen in euren Kommentaren, braucht man dafür. Allerdings nervt mich das jetzt gleich. Und ich werde jetzt einfach mal... Ich weiß, es ist wahrscheinlich Ballverschwendung, aber ich setze jetzt mal den Flopball ein. Und gucke, was passiert. Ah! Er kam immerhin schon mal so weit wie der Hyperball. Und ich muss auch, glaube ich, nur noch 20 Bälle werfen, bis der Timerball Sinn macht. Aber ich möchte ihn trotzdem einfach mal werfen. Einfach mal so, weil wir ihn noch nie geworfen haben. Das ist nämlich unser erster Timerball ever. Und... Er bringt Erfolg! Bingo! Timerball, du gefällst mir. Ich habe schon viel von dir erwartet, aber das ist echt überzeugend. So, wo ihn genau gefangen? Verzweifelt versucht es, seinen Schweif zu verstecken. Schwarzen Schweif. Es soll ein Geheimnis enthalten. Reißen wir ihm ab! Ja! Für das Geheimnis. So, hier ist noch ein Zerschneider. Ich dachte, da wäre vielleicht noch ein Pokéball. Tipps für Trainer halt. Selbst Veteranen können sich im Kraterberg verirren. Oh, scheiße. Was? Selbst Trainer sollten genügend Items und Medizin haben, wenn sie den Berg bezwingen wollen. Ach, kann man hier... Ah, hier geht's in den Kraterberg. Ja, ja, klar, logischerweise. Wir müssen ja irgendwie nach Blizzard kommen. Und hier ist dann eigentlich nichts mehr. Oh nein, ein Ninja. Schnelligkeit ist die Waffe eines Ninjas. Kannst du mithalten? Ach, fuck, mit dir habe ich jetzt mal nicht gerechnet. Oh, wie unnötig. Ich wollte einen Schnitt machen und endlich was essen. Samwurzel. Ja, dann muss ich das eben jetzt hier fix machen. Level 51, das ist eh lächerlich. Packen wir gleich mal einen Surfer ein. Das dürfte dann eh direkt mal nicht überleben. Das ist nicht so effektiv. What? Und besiegt es trotzdem. Geil. So mag ich das. So, damit haben wir auch noch den Level-Up für Empoleon. Na, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Tangolist. Ich habe keine Ahnung, wer Tangolist ist. Allerdings, da mir das Piepsen hier gerade mächtig auf die Nerven geht, packe ich mal Sherox wieder aus. Den haben wir auch lange nicht mehr gesehen. Und er ist auf dem Weg nach auf Level 70. Das finde ich auch sehr geil. Ach, du bist das. Ach, da hätte ich jetzt mal lieber im Poli... Tanupto eingesetzt. Oder so. Na, okay. Man ist nachher immer schlauer. Und nachdem das sehr effektiv ist, sollte das eigentlich sein Tod bedeuten. Tangolist ist down. Sehr gut. Und jetzt noch ganz schnell... Blanas. Was doch mal Blanas ist. Machen wir Blanas fertig. Okay. Ach so, dann sind das... Ja klar, deswegen war auch meine Wasserattacke von nicht sehr effektiv, weil es Pflanzen-Pokémon sind. Und Pflanzen sind gegen Flug natürlich anfällig. Und da Flügelschlag eine Flugattacke... Ist Bescheid, ne? So, wunderbar.
Spieler besiegt, Ninja Junge Lars besiegt und bam, das war's. So, dann wissen wir Bescheid, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Wir werden im nächsten Part nach Jubelstadt fliegen, um dann uns nach Friedburg aufzumachen. Bis dann!